So, wen als nächstes? Wir haben noch einmal Sensei, einmal Kanbei, einmal Sonja. Was meinst du? So, also Sensei hatten wir ja jetzt. Jupp. Das hier müsste Kanbei sein, jupp. Das da ist, glaube ich, Sensei. Nee, das ist Sonja. Sensei hat wirklich die hier noch. Okay. Welche sollen wir machen? Mir ist es wirklich egal, ich mache die sowieso. Okay, Kanbei. Sehr schön. Darf ich meinen Lieblings-Samurai wieder auspacken? Also gut. Folgendes. Damit du auch im Bilde bist. Diese Laser hier feuern alle 2 Tage in diesem ausgewählten Bereich. Alles, was da drin steht, kriegt 5 HP Schaden. Einheiten können dabei nicht unter einem HP fallen. Mein Ziel ist es, den Gegner zu vernichten, ohne dass er diese 10 Basen hier besetzt. Wenn alle 10 Basen hier besetzt sind, habe ich verloren. Natürlich habe ich auch verloren, wenn alle meine Einheiten besiegt sind. Das ist allerdings ein Ding der Unmöglichkeit. Ich spiele schließlich Kanbei. Und ja, Kanbei ist in Advance Wars 2 nochmal ein gutes Stück stärker, als es in Advance Wars Dual Strike war. In Advance Wars Dual Strike kennt man ihn mit seinem 120-120. Hier in Advance Wars 2 hat er 130-130. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob die am ersten und ob die an den Geradzeiligen oder an den Ungeradzeiligen schießen. Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Vorsichtshalber mal. Stelle ich mal außerhalb der Reichweite hin. Gibt jetzt immer so schöne Muster hier. Okay, sie schießen an den Geradzahligen. Dann weiß ich jetzt auch. Haben sie gerade geschossen? Nee, geschossen haben sie nicht. Sie schießen. Weil das Deck ab und zu bei mir. Das würde man merken, die Animation dafür ist relativ lang. So. Okay, recht viel mehr kann ich jetzt gerade nicht machen. Der Panzer traut sich nicht mal, die Mecheinheit auf dem Berg anzugreifen. Gut. Irgendwo auch logisch, wenn das ja passieren würde. Okay, den Arti-Beschuss muss ich in Kauf nehmen. Ich krieg den nicht mal kaputt. Das bei 99%. Da braucht man schon wirklich sehr, sehr
viel Pech, damit das wirklich so funktioniert. Okay. Passt. Dann habe ich vor dem Laser gleich nichts mehr zu befürchten. Ah, die Laser kannst du also zerstören. Ja, zerstörbar sind sie. So. Einmal. Zweimal. Okay. Nachdem eine Einheit von mir mindestens einen Beschuss abkriegt, gebe ich den lieber auf eine Mech-Einheit. So. Für den Rest müssen wir jetzt einfach mal Kann bei Superior Power ausnutzen. Um hier einfach mal alles zu one-hitten und uns den Weg frei zu schießen. So. Sehr schlau von dir, den Panzer direkt in die Reichweite meiner Artillerie reinzubewegen. Muss schon sagen. Nee. Nur die Mech-Einheit wird den Beschuss abkriegen. So. Einmal hier. Ja. Dann machen wir das hier. Es ist schließlich Kann bei, der kann das. Okay, alle Einheiten bewegt. Super Core Power. Ja.
Ich finde etwas aber recht witzig für ihn, ne? Jupp. Okay. Da stelle ich jetzt definitiv nichts rein. Oh, Moment. Nee. So nicht, mein Freund. Ich stelle keinen meiner Kampfpanzer in deinen Raketenwerfer rein. Auch wenn die kann bei Kampfpanzern noch so stark sind. Raketenwerferbeschuss tut niemandem gut. Kriegen wir hier noch durch. Okay. So. Ich find's krass, dass sich den nicht mal angreifen traut da. Einmal hier positionieren. Die müssen in der nächsten Runde den zweiten Laser kaputt machen. Zusammen mit dem Raketenwerfer, den ich da noch hin platziert habe. Der hat keine Muni mehr, das ist nicht so gut. Okay. Wie stellen wir das jetzt am besten an? Der hat da eine Menge Artis stehen. Und ich bin eigentlich nicht gewillt, da ohne einen Samurai-Spirit reinzugehen. Mal schauen, vielleicht kriegen wir ja einen. Zweifel ist zwar, dass das Matchup dann schon ausreicht wieder für den ganzen Stern. Oh, ich kann mich aber auch irren. Wollen wir? Ja. Mach. Einmal Samurai Spirit, bitte. Jetzt ist es mir ziemlich egal, mit was du mir alles drauf schießt. Jetzt habe ich genug Defensive, um alles zu überleben. Und wenn er mal mit Nahkampfangriffen kommt, ja, da darf er auch mal sich schön die Zähne ausbeißen. Ich habe doppelte Konterstärke in der Runde. Oder war es 1,5-fache hier noch? Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Seitenhieb. Hm.
irgendwie schon niedlich. Er hat mit 3 Fernwaffen auf meinen Kampfpanzer eingeschossen und hat den gerade mal auf 4 runterbekommen. Reicht da? Ja, gerade so. So. Jetzt müssen wir durch die Artis durch. Und die Raketenwerfer. Oder den Raketenwerfer. Gut, ein Medium Tank reicht auf jeden Fall aus, um eine Arti zu one-hitten. Sobald die ganzen Fernwaffen weg sind, habe ich vor ihm keine große Angst mehr. Raketenwerfer halten noch mal ein bisschen weniger aus als eine Artillerie. Das ist ja auch das Schöne. Okay, den stelle ich mal hier hin. Den könnte ich nämlich später vielleicht noch mit ein bisschen mehr HP brauchen. Du bist hier mal kurz ein Decoy. Raketenwerfer weiter nach vorne. Bisschen Zeit da hinten des Besetzungsgedöns aufzuhalten habe ich ja noch. Gut, der Decoy hat funktioniert. Ah, jetzt hat er mal allerdings seine Neotanks in den Weg gestellt. Das dauert wieder, bis ich da durch bin. Den Medium Tank da unten kriegen wir auch langsam klein. Okay. Oh, ich habe eine Co-Power. Das ist auch schön. Ich brauche die Medium Tanks weiter vorne. Darf er ruhig einmal auf die Mech draufschießen. Wenn ich die Arti dafür danach erwische, wäre es das wert. Okay. Und schon wieder eine Co-Power. Oh, der scheint ja recht verzweifelt zu sein. Er hat es sogar geschafft, den Medium Tank von mir kaputt zu schießen. So. Aber jetzt muss ich hier durchbrechen, sonst habe ich bald keine Zeit mehr. So. Der da muss weg. Kann ich hier überhaupt nicht brauchen. So. Schaffen wir das so? Ja. Schaffen wir.
Naja, mal wieder typisch. Ja, Hauptsache, ich habe die Infanterie, die die letzte Stadt besetzen will, in Reichweite. Mit dem Panzer da hinten. Das Moralmobil da, das habe ich jetzt gerade schon gebraucht. Reichweite. Nehmen wir doch die. Ist gegen Infanterie eh viel effektiver. So. Damit habe ich das schon mal geschafft. Ich habe einen Panzer auf dem Ding draufstehen. Den kriegt der nicht mehr runter hier. Kanbei zu spielen macht Spaß. Man hat einfach so ein Gefühl der Überlegenheit. Umgekehrt hat man aber auch ein Gefühl der totalen Unterlegenheit, wenn man gegen ihn spielt. Ja, kann ich mir vorstellen. Das hat sogar noch für einen One-Hit gereicht. Das Gute ist ja wirklich, dass man in Advance Wars 2 nie gegen Kanbei spielen muss. Sondern wenn, dann mit ihm. Den hat er doch schon, oder? Ja. Wobei. Eigentlich kann es mir egal sein, wenn er den trifft. Ich brauche die Arti so oder so nicht. So. Medientank besiegt von Mech-Einheiten. Finde ich gerade sehr toll von ihm, dass er da mit den Einheiten da unten stehen bleibt. Und normalerweise rennt er immer weg, sobald ich hier mal angekommen bin. Erstmal der da aufs Maul. So, sind die beiden größtenteils harmlos. Thank you.
So. Er bleibt tatsächlich stehen. Das finde ich jetzt irgendwie toll. Er spart mir die Mühe, eben so mühevoll hinterherzulaufen. Normalerweise haut er immer spätestens mit seinem APC hier ab. Die Mech-Einheit hat die Ehre. Dann haben wir das auch schon wieder geschafft. Ja, mit 300 Punkten. Jupp. Es ist schließlich Kanbei. Kanbei kann nur gewinnen. So. Die letzten zwei müsste ich theoretisch gar nicht mehr machen hier, weil ich habe ab jetzt die Fabrikmission zur Verfügung. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir die irgendwann mal noch machen. Jetzt aber nicht mehr, denn es ist 11:45 und ich muss so langsam meine Sachen packen. Das heißt, wir beenden hier an dieser Stelle dann mal ganz kurz die Aufnahme. Wir sehen uns dann irgendwann beim nächsten Mal wieder. Keine Ahnung, ob der Kenji dann beim nächsten Mal wieder dabei sein wird oder nicht. Das schauen wir dann. Mal schauen, ne? Jo. Also dann, ich verabschiede mich dann mal für diese Aufnahme und wir sehen oder hören uns. Hallo.